Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Infinity Gym 300. Es geht eigentlich direkt weiter zum vorherigen Video. Da, wo wir uns die Show angelegt haben, ein paar Gruppenshow erstellt haben. Man sieht hier seitlich so ein bisschen Visualisierung stehen. Mein nächster Schritt in meinem Fall wäre es jetzt erst einmal, mir die Presets anzulegen. Ich mache mir ein paar grundsätzliche Presets, da wo ich einfach jetzt schon weiß, dass ich das brauche. Es geht hier um eine größere Techno-Veranstaltung mit so 2.500-3.000 Leute, vielleicht auch 4.000 Leute, je nachdem, wie viel das kommt. Der Veranstalter wünscht sich natürlich möglichst viele. Ich fange jetzt einfach mal mit die Sharpies an, die wähle ich mir jetzt einfach schnell aus. Gehe auf Color und auf Color, weil die haben ja kein CMY oder nichts. Als erstes wähle ich mir Weiß. Ich beschrifte mir das Ganze. Jetzt lege ich mir einfach nur meine grundsätzlichen Farbpresets an für die Farben, die wo ich brauche. Ich brauche nicht alle Farben, daher lege ich mir jetzt nur die Farben an, wo ich brauche. So, Orange. Wenn das hin und wieder ausschaut, als würde ich behindert tippen, das liegt daran, weil ich am Kamerastativ so seitlich vorbeigreifen muss und das echt sehr ungewohnt ist. Grün, was hätte ich gerne noch? Ich hätte Gelb, hätte ich gerne noch. Magenta. Ist jetzt vielleicht etwas unspannend, mir dabei zuzuschauen, jetzt habe ich es wahrscheinlich ganz gelöscht. Also heute läuft es ja wieder großartig. Magenta. So. Dann hätte ich gerne Cyan. Oder was hätten wir denn noch im Angebot? Ja. Ich versuche mir, dass ich mir lange 8 Farben grundsätzlich, den Rest kann ich mir aus dem Color Picker schnell ziehen. Sollte ich doch mehr benötigen, aber für das, was ich da vorhabe, lange mir grundsätzlich erstmal die 8 Farben. Tut mir leid. Zurück. Dann brauche ich noch ein Dunkelblau. So, Replace Preset. Und jetzt habe ich es natürlich nicht benannt, aber es gibt natürlich die Name-Taste. Und dann schreibe ich es mir halt schnell hier mit rein. Ich benutze eigentlich eine externe Tastatur, um das zu beschriften, weil es besser geht wie auf dem Touchscreen. Aber ich habe jetzt hier leider keinen Platz, wo ich record. Ansonsten ist, wo ich die Kamera gerade stehen habe, habe ich nochmal eine externe Tastatur. Und da tue ich mir einfach leichter mit dem Beschriften. So, jetzt habe ich mir von meinen Sharpies die Farben angelegt, wie ihr jetzt seht. Und jetzt will ich jetzt auch für meine Moving Heads haben und für meine LED-Pars identisch. Um nicht wieder die ganze Beschriftungsarie machen zu müssen, kopiere ich mir das jetzt einfach runter und speichere mir dann einfach neuen Inhalt in das Preset rein. Dazu gibt es ja Copy. Jetzt mache ich das Ganze einarmig, weil ich meinen zweiten Arm nicht hinbringe und habe mich natürlich gleich mal vertippt. Ja, so kann es gehen. Also Copy, das Preset, wo man kopieren will, und dahin tippen, wo es leer ist. Wenn ich jetzt diese Presets abfahren würde, würden die alle auf meine Sharpies zugreifen. Deswegen muss man jetzt dann einfach den Inhalt überschreiben. Dazu aber gleich mehr. So, jetzt habe ich es mir mal hingeworfen. Dann tue ich mir das alles weg, wähle mir meine Brightag Moving Heads aus, gehe auf Color. Da wo ich schon bin, hier benutze ich aber jetzt den Color Picker, oder noch besser, ich benutze jetzt einfach hier mal RGBW. So, für Weiß mache ich mir jetzt, obwohl es eine weiße LED haben, mache ich mir jetzt einfach mal alle Farben an, um einfach eine höhere Helligkeit zu erreichen. Record auf White,
Und dann Replace Preset. Wenn ich merge, wird es ja zu die Sharpie Presets hinzufügen. Das will ich ja nicht. Ich will jetzt erstmal lauter eigene Presets haben. Als nächstes brauche ich Rot. Dafür hoppala, machen wir uns das auch mal aus. Ich mache mir jetzt nur kurz die Visualisierung an, um einfach mal so ein bisschen Überblick zu haben, ob ich in der richtigen Farbe bin, gerade beim Mischfarben. Die Visualisierung trifft es relativ genau. Also deswegen schreibe ich mir Presets, weil die kann ich im Nachhinein einfach wieder korrigieren. Dann brauchen wir als nächstes Orange, das ist natürlich, wie ihr wisst, Rot und Grün. Als nächstes hätte ich gerne nur Grün. Dann hätte ich gerne Gelb. Also man muss eh die Presets immer ein bisschen, je nach Scheinwerfer, ein bisschen nachbearbeiten, wenn man in der Visualisierung verarbeitet, wenn es um sehr präzise Farben geht oder um Anpassungen geht, dass man es an irgendwelches Glühlicht anpassen muss oder am besten irgendwelche mit, wenn nur Parkannen im Einsatz sind oder irgendwelche Stufenlinsen, die wo Farbfilter drauf haben, dann muss man es einfach immer zusätzlich nochmal anpassen, wenn man live vor Ort ist, beziehungsweise man hat zwei, drei Demo-Geräte bei der Visualisierung dabei, dass man einfach mal schnell da ein DMX-Signal drauf schießt und solche Sachen testen kann. Aber meistens passe ich mir die Presets einfach dann schnell an, wenn ich vor Ort bin. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was ich mir grundsätzlich schon mal anlege. Ihr seht ja, jetzt passiert nichts, weil jetzt einfach keine Geräte gewählt sind. Jetzt, wenn ich mir die Sharpies und die Britex auswähle, mache es jetzt einfach mal an. Jetzt wähle ich mir meine Britec Moving Heads, die LED-Washer, und da sieht man, jetzt ist hier auch nur die Leiste aktiv, wo ich mir jetzt einfach schnell ein Color Preset aufrufen kann. Und wenn ich mir jetzt hier die Sharpies auswähle, ist jetzt die untere noch aktiv, weil ich jetzt die noch nicht überschrieben habe. Und die obere, wo ich meine Sharpie Presets drinnen habe. Ja, das zum Thema, wie lege ich mir die Farben an. Einfach so als grundsätzliche Hilfe mal. Es kann mir gern jeder drunter schreiben, wie sich's er anlegt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und mich sehr freuen, das zu hören. Ja, dann bis zum nächsten Video und viel Spaß bis dahin. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Danke fürs Zuhören.